Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn begleiteten, wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist und bittet um Frieden. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Was will Jesus mit diesen Worten? Will er uns abschrecken, so sagen will, ja, er schafft das eh nicht, da zu mir zu gehören? Ich denke, worum es hier geht, das ist erstmal eine Warnung vor einer vordergründigen Begeisterung. Man ist schnell von Jesus begeistert, sagt toll, wie der das macht, wie der auf Leute zugeht, überlegt aber nicht, was sind die Konsequenzen? Wohin geht das? Es geht also darum, dass Jesus in die Tiefe unseres Menschseins will. Eine Begeisterung, die diese Tiefe nicht erreicht, nützt uns nichts, die geht ins Leere. Und wir müssen ehrlich sagen, so vieles in der Vergangenheit ist ins Leere gegangen, gerade auch in der Kirche, wo man versucht hat, Leute mit Druck bei der Sache zu halten, bei der Stange zu halten, wo man das Christentum zu einem System von Pflichten gemacht hat. Du musst in die Kirche gehen und solches blödsinnige Zeug. Oder wo es einfach nur eine gesellschaftliche Konvention war, wo man die Dinge einfach nur gelernt hat, im Kopf auswendig gelernt hat, Katechismuswissen, aber eben nicht verinnerlicht. Das sind Dinge, die ins Leere gingen, das sind oberflächliche Berechnungen. Jesus geht es um die Heilung unseres Menschseins in der Wurzel. Wurzel, radix lateinisch, radikal, das meint das. Ne? Also nicht diese vordergründigen Absicherungen oder Begeisterungen und sowas. Und es geht hier darum, dass es wirklich uns in der Tiefe erreicht, unseres Menschseins. Die Verunsicherung, die Jesus hier auslöst, ist also auch nur vordergründig. In der Tiefe geht es um etwas, was gut tut und heilt. Die Grundüberlegung, zu der er uns auffordert, mit diesen Kalkulationen von diesem kriegsführenden König und so, das geht um das gründlich Überlegen. Wohin will ich denn eigentlich mit meinem Leben? Es gibt dazu eine gute Übung, die mag jetzt komisch klingen, aber überlegen Sie mal, was soll denn mal später auf Ihrem Grabstein stehen? Ich tue das manchmal. Also nicht jetzt einfach nur Jahreszahl und sowas, sondern in wenigen Sätzen, was hat dein Leben ausgemacht? Es tut gut, mal in die Richtung zu denken, diese grundsätzliche Überlegung. Und da hinein geht das Angebot Jesu zur sogenannten Nachfolge. Nachfolge Jesu, von der ihr spricht, heißt nicht, dass wir das genauso machen müssen wie er oder dass es uns genauso gehen muss wie er. Also das meint auch nicht das Kreuz, sondern es meint diese Haltung, vor allem diese Freiheit, mit der Jesus seinen Lebensweg ging. Das wäre eine Lebensaufgabe für uns, ne? Diese innere Freiheit zu lernen, zu erwerben, so unseren Weg gehen zu können und so dann auch erfüllt zu sein, wie Jesus auf seinem Lebensweg erfüllt war. Erfüllung, nehmen wir das mal wörtlich im Deutschen, Erfüllung, was mich ausfüllt, kann ja nur in mir sein. Das kann nicht etwas sein, was ich habe und meine Erfüllung kann auch nicht ein anderer Mensch sein, von dem ich das erwarte, sondern es kann eigentlich nur etwas sein, was mich selber ausfüllt, nichts, was ich habe. Aber das, was in mir ist, drängt dann zum anderen Menschen. Das ist keine Sache, die ich schützen muss, sondern das, was mich wirklich erfüllt, das ist so viel, dass es dann auch rausgeht zum anderen hin. Und das, was Jesus hier beschreibt, ist ein gangbarer Weg. Nachfolge heißt wörtlich, geh hinter mir. Hinter Jesus gehen heißt, er geht voraus und hat diese Wege schon gebahnt,
diese Erfahrung, die es hier geht, hat Jesus selber gemacht. Und ein gebahnter Weg heißt, dass er uns immer voraus ist. Also da, wo du etwas wagst, ist Jesus dir schon voraus, bahnt den Weg. Du gehst in kein unbekanntes Terrain, wenn du etwas wagst aus dem Herzen heraus, sondern du kannst vertrauen, da begegnet dir Jesus dann auch. Der ist schon da, auch in vielen schwierigen Situationen. Es geht also bei diesem gründlichen Überlegen, von dem Jesus hier spricht, um das Vertrauen. Du kannst das nur wagen aus einem Vertrauen heraus, dein Leben. Ein grundsätzliches Vertrauen in die Zukunft, auch angesichts dieser jetzt immer unüberschaubaren Lage. Nein, wenn du hinter Jesus hergehst, darfst du vertrauen, das öffnet dir neue und auch ungeahnte Möglichkeiten. Vertrau darauf und wage es. Das meint dieses Nachfolge. Das ist die Rechnung, die Jesus uns auffordert anzustellen, diese gründliche Rechnung. Und es ist keine penible Rechnung, sondern eine absolut großzügige. Versuche großzügig mit deinem Leben umzugehen. Nicht ängstlich, du hast nichts zu verlieren. Wage etwas, geh diese Schritte, trau dich und du wirst erfahren, was dein eigentlicher Reichtum ist. Amen.